Also, erstmal für mich ist ganz wichtig, the whole gospel must be preached to the whole person. Das ist Diakonie. Ich glaube, dass auch in der Diakonie das geistliche Aspekt weiter eingebracht werden soll. Kirche ist Diakonie und Diakonie ist Kirche. Das heißt, Kirche und Diakonie arbeiten zusammen und nicht getrennt. Und meine dritte Punkte ist, Kirche braucht Diakonie und Diakonie braucht Kirche. Diakonie als eine institutionelle Arbeit braucht Kirche und Kirche auch als geistliche Institution braucht auch Diakonie. Außerdem finde ich, dass vor allem heutzutage, indem wir vor so vielen Fragen und Herausforderungen und Sicherheiten unserer Gesellschaft stehen, können wir die diakonische Arbeit schaffen, wenn wir zusammen sind. Wir sollen einander zuhören, unsere Geschichte verteilen, Perspektiven tauschen und voneinander lernen.